Hallo und herzlich willkommen zu Steintastisch. Mein Name ist Michael, das ist die Minifigur Folge 35, Ellie Miles, und um den geht es heute. Viel Spaß. Ellie Miles, so wie ihr ihn hier seht, kommt in Jurassic World 2 das gefallene Königreich vor und ist nur im Set das Lockwood-Anwesen mit der Nummer 75930 enthalten. Das, was es aktuell bei Lego und im Lego Online-Shop noch für 129,99 € gibt. Bei vielen Händlern und Anbietern ist das Set aber sehr viel billiger und man bekommt es teilweise schon für 100 €. Einen Link verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ellie Miles ist ja ein etwas düsterer Anwalttyp, der was ja Benjamin Lockwood Dorn berät. Hier haben wir entsprechend seines Rangs und seiner Aufgaben. Er hat einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd, einer schwarzen Krawatte. Sehr schönes Anzugteil, das was man auch für viele andere Figuren gebrauchen kann. Eine normale schwarze Hose. Die Hände nicht bedruckt, den Rücken eine leichte Bedruckung. Sein Gesicht, hohe Wangenknochen, wie man sieht, und einen düsteren Blick mit braunem Haar. Das braune Haar ist mir nicht ganz eingegangen, da er im Film eher Macy's rötlichen Haarton hat, oder zumindest so wie Owen ein helleres Braun hat und nicht dieses Dunkelbraun. Das finde ich von Lego eigentlich schlecht getroffen. Der Rest der Figur ist ziemlich gut. Er hat sein Walkie-Talkie dabei, das was er auch im Film benutzt. Und er ist mehrmals am Handy. Und er ist praktisch der böse Antagonist von Jurassic World 2. Und um das geht es jetzt in seiner Geschichte. Hier sind viele Spoiler drin, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, hört euch das am besten nicht an. Ellie Miles ist ein Charakter aus dem Film Jurassic World, das gefallene Königreich. Benjamin Lockwood ernannte ihn früh zu seinem Vertrauten und überließ ihm später die finanziellen Angelegenheiten. Miles schien äußerlich immer ein sehr gefasster und korrekter Mensch zu sein, doch wenn er in Rage geriet, überreagierte er schnell und begann zu schreien. Er schaffte es, seinen Geschäftspartnern ebenso wie Lockwood geschickt um die Finger zu wickeln, er schreckte vor nichts zurück, um seine Ziele zu erreichen. Ellie Miles war einer von Lockwoods engsten Vertrauten und arbeitete schon lange eng mit den Wissenschaftlern zusammen. Als dieser alt und gebrechlich wurde, kümmerte sich Ellie auch um dessen großes letztes Werk, die Rettung der Dinosaurier von der Isla Nublar, da die Insel und ihre tierischen Bewohner von einem aktiven Vulkan bedroht wurden. Die Tiere sollten auf eine andere Insel evakuiert werden, um dort fortan ungestört und sicher zu leben. Doch Miles führte Pläne im Schilde, von denen Lockwood nichts wusste. Hinter dem Rücken des alten Mannes fing eine Gruppe von Tierjägern die Dinosaurier zwar ein, Miles verbrachte diese dann aber in die unterirdischen Bereiche des Lockwood-Anwesens unter die Villa, um sie von den meistbietenden Interessenten aus aller Welt zu versteigern. Miles argumentierte später, dass der Erlös aus dieser Aktion nur das Startkapital für die neue Heimat der Dinosaurier hätte sein sollen. Dies war jedoch nicht glaubhaft, da er selbst bereitwillig ein so gefährliches Wesen wie den Indoraptor für viele Millionen verkaufte. Seine Motivation war nicht der Artenerhalt, sondern das Geld. Als Lockwoods Enkelin Macy dies herausfand, ihren Großvater darüber informierte und dieser Miles zur Rede stellte, eskalierte die Situation und Miles brachte Lockwood um. Miles konnte letztlich durch Owen Grady und Claire Deering gestoppt werden. Als er aus dem Anwesen floh, wurde er von herausstürmenden Dinosauriern überrascht und versteckte sich unter einem Auto, das allerdings durch die Urgiganten so demoliert wurde, dass Ellie eingequetscht wurde. Er überlebte zwar, aber eher als er die DNA des Indominus Rex vom Boden aufhob, schnappte ein Tyrannosaurus Rex nach ihm und Miles wurde von dem T-Rex und einem zweiten Dinosaurier, einem Carnotaurus,
in der Luft zerrissen, getötet und gefressen. Ja. Das war die spannende Geschichte von Miles. Ich finde ihn im Film sehr gut geschrieben und er kommt auch sehr glaubhaft rüber, sodass man am Anfang, finde ich, nicht gleich die Vermutung hat, dass er der Bösewicht ist. Ja, die Lego-Figur gefällt mir auch sehr, sehr gut, außer die Haare, die haben sie halt, finde ich, unpassend gemacht. Danke euch wie immer fürs Zusehen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Dankeschön und weiterbauen.